Wahl des Präsidenten des Deutschen Bundestags. Mit dieser Wahl wird der Namensaufruf der Mitglieder des Deutschen Bundestags und die Feststellung der Beschlussfähigkeit verbunden. Ich bitte um Vorschläge zur Wahl. Herr Abgeordneter Kauder. Herr Präsident, ich schlage im Namen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion unseren Kollegen Professor Dr. Norbert Lammert vor. Meine Damen und Herren, Sie haben den Vorschlag gehört. Der Abgeordnete Dr. Norbert Lammert ist vorgeschlagen worden. Ich sehe keine weiteren Vorschläge. Ich höre keinen Widerspruch. Damit haben wir Dr. Norbert Lammer als einzigen Kandidaten. Nun muss ich Ihnen einige Hinweise zum Wahlverfahren zumuten. Die Wahl findet mit verdeckten Stimmkarten, also geheim, statt. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestags, also mindestens 316 Stimmen, erhält. Für diese Wahl und für die spätere Wahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten benötigen Sie Ihre Wahlausweise aus den Stimmkartenfächern in der Lobby. Für die Wahl des Präsidenten sind Wahlausweise und Stimmkarte gelb. Bitte kontrollieren Sie, ob dieser Wahlausweis Ihren Namen trägt. Die gelbe Stimmkarte und den amtlichen Wahlumschlag erhalten Sie nach Aufruf Ihres Namens von den Schriftführerinnen und Schriftführern an den Ausgabetischen hier oben links und rechts neben den Wahlkabinen. Ich bitte Sie, von Ihren Plätzen aus über die seitlichen Zugänge und nicht durch den Mittelgang zum Ausgabetisch zu gehen. Sie dürfen Ihre Stimmkarte nur in der Wahlkabine ankreuzen und müssen sie ebenfalls noch in der Wahlkabine in den Umschlag legen. Danach gehen Sie bitte zu den Wahlurnen hier vor dem Rednerpult. Die Schriftführerinnen und Schriftführer sind verpflichtet, jeden zurückzuweisen, der seine Stimmkarte außerhalb der Wahlkabine kennzeichnet oder in den Umschlag legt. Die Stimmabgabe kann in diesem Fall jedoch vorschriftsmäßig wiederholt werden. Gültig sind nur Stimmkarten mit einem Kreuz bei Ja, Nein oder Erhalte mich oder Enthalte mich. Ich enthalte mich nie, deshalb ist die Sache so schwierig. Ja. Bevor Sie die Stimmkarte in eine der Wahlurnen werfen, übergeben Sie bitte Ihren Wahlausweis einem der Schriftführer an der Wahlurne. Die Abgabe des Wahlausweises dient als Nachweis für die Beteiligung an dieser Wahl und ersetzt die Eintragung in die Anwesenheitsliste, soweit Sie nicht ohnehin schon eingetragen sind. Ich bitte jetzt die eingeteilten Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Die beiden Schriftführer neben mir, Frau Bennett, Herr Köppen, werden nun ihre Namen in alphabetischer Reihenfolge aufrufen. Ich bitte Sie, den Namensaufruf zu verfolgen und sich nach dem Aufruf Ihres Namens zur Entgegennahme der Stimmkarte zu den Ausgabetischen vor den Wahlkabinen zu begeben. Haben alle Schriftführerinnen und Schriftführer ihre Plätze eingenommen? Nachdem ich nichts höre, nehme ich es an, dass es so ist und stelle fest, es ist der Fall. Ich eröffne die Wahl und bitte mit dem Aufruf der Namen zu beginnen. Herr Köppen. Jan van Aken, Stefan Albany, Katrin Albsteiger, Agnes Alpers, Peter Altmaier, Luise Amtsberg, Kerstin André, Nils Annen, Ingrid Arndt-Brauer, Rainer Arnold, Arthur Auernhammer, Heike Behrens,
Dorothee Bär, Annalena Baerbock, Sabine Betzing-Lichtentäler, Ulrike Bahr, Heinz-Joachim Barchmann, Thomas Bareis, Dr. Katharina Barley, Doris Barnett, Dr. Hans-Peter Bartels, Klaus Bartel, Norbert Bartle, Dr. Matthias Bartke, Sören Bartol, Dr. Dietmar Bartsch, Julia Bartz, Bärbel Baas, Günther Baumann, Marie-Louise Beck. Volker Beck, Dirk Becker, Uwe Beckmeier, Mike Beermann, Manfred Behrens, Herbert Behrens, Veronika Bellmann, Sibylle Benning, Dr. André Berghegger, Dr. Christoph Bergner, Ute Bertram, Peter Bayer, Steffen Bilger, Karin Binder, Lothar Binding, Clemens Binninger, Matthias W. Birkwald, Peter Bläser, Burkhard Blinert, Heidrun Blum, Dr. Maria Böhmer, Wolfgang Bosbach, Norbert Brackmann, Klaus Brämig, Michael Brandt, Dr. Reinhard Brandl, Helmut Brandt, Dr. Franziska Brandner, Willi Brase, Dr. Ralf Brauksiepe, Dr. Helge Braun, Heike Bremer, Ralf Brinkhaus, Agnes Brugger, Dr. Karl-Heinz Brunner, Christine Buchholz, Marco Bülow, Eva Bulling-Schröter, Edelgard Bullmann, Martin Burkert, Caius Caesar, Dr. Lars Castelluzzi, Roland Klaus, Gitta Konnemann, Petra Krone, Sevin Dagdilem, Bernhard Daltrup, Dr. Daniela de Ritter, Dr. Dieter Dehm, Ekin Deligers, Dr. Karamba Diaby, Alexandra Dinges-Dierig, Sabine Dittmar, Alexander Dobrindt, Thomas Dörflinger, Martin Dörmann, Katja Dörner, Marie-Louise Dött, Michael Dohnt, Elvira Drobinski-Weiß, Katharina Dröge, Hans-Jörg Durz, Harald Ebner, Jutta Eckenbach, Sebastian Edati, Sigmund Ehrmann, Michaela Engelmeier-Heite, Dr. H.C. Gernot Ehler, Klaus Ernst, Petra Ernstberger, Saskia Esken, Karin Evers-Meyer, Dr. Bernhard Fabricius, Hermann Färber, Dr. Johannes Fechner, Uwe Feiler, Dr. Thomas Feist, Dr. Fritz Felgentreu, Enak Ferlemann, Elke Ferner, Dr. Ute Fink-Krämer, Ingrid Fischbach, Dirk Fischer, Axel E. Fischer, Dr. Maria Flachsbart, Christian Fliesek, Klaus-Peter Floßbach, Gabriele Vograscher, Dr. Edgar Franke, Ulrich Frese, Thorsten Frey, Dagmar Freitag, Dr. Astrid Freudenstein, Dr. Hans-Peter Friedrich, Michael Frieser, Dr. Michael Fuchs, Hans-Joachim Fuchtel, Alexander Funk, Sigmar Gabriel, Ingo Gedderchens, Dr. Thomas Gamke, Matthias Gastel, Dr. Peter Gauweiler, Dr. Thomas Gebhardt, Wolfgang Gerke, Kai Gehring, Michael Gerdes, Alois Gehrig, Martin Gerster, Eberhard Ginger, Semil Yusuf, Iris Gleike, Josef Göppel, Katrin Göring-Eckardt, Nicole Golke, Diana Golze, Ulrike Gottschalk, Kerstin Griese, Reinhard Grindel,
Ursula Kroden-Kranich, Hermann Gröhe, Klaus-Dieter Gröhler, Uli Grötsch, Michael Groß, Michael Grosse-Brömer, Astrid Grotelüchen, Annette Groth, Markus Grübel, Monika Grütters, Manfred Grund, Oliver Grundmann, Fritz Günzler, Dr. Herlind Gundelach, Wolfgang Gunkel, Olaf Gutting, Dr. Gregor Gysi, Christian Hase, Heike Hensel, Bettina Hagedorn, Rita Hagel-Kehl, Dr. André Hahn, Florian Hahn, Anja Heiduck, Metin Hackverdi, Ulrich Hampel, Dr. Stefan Hackbart, Jürgen Hart, Michael Hartmann, Sebastian Hartmann, Gerda Hasselfeld, Britta Hasselmann, Matthias Hauer, Marc Hauptmann, Dr. Stefan Heck, Dirk Heidenblut. Dr. Matthias Heider, Helmut Heiderich, Hubertus Heil, Mechthild Heil, Dr. Rosemarie Hein, Frank Heinrich, Gabriele Heinrich, Markus Held, Marc Helfrich, Uda Heller, Wolfgang Helmich, Jörg Helmut, Dr. Barbara Hendricks, Rudolf Henke, Heidrud Henn, Michael Henrich, Gustav Herzog, Ansgar Heveling, Gabriele Hiller-Ohm, Peter Hinze, Petra Hinz, Priska Hinz, Dr. Heribert Hirte, Christian Hirte, Thomas Hitschler, Robert Hochbaum, Inge Höger, Dr. Eva Högel, Bärbel Höhn, Alexander Hoffmann, Dr. Anton Hofreiter, Karl Hohlmeier, Franz Josef Holzenkamp, Dr. Hendrik Hoppenstedt, Margret Horb, Bettina Hornhus, Charles Huber, Annette Hübinger, Hubert Hüppe, André Hunko, Sigrid Huppach, Matthias Ilgen, Erich Irlstorfer, Dieter Janicek, Christina Jans, Thomas Jarzombek, Ulla Jelbke, Silvia Jörissen, Reinhold Joost, Dr. Egon Jüttner, Dr. Franz Josef Jung, Andreas Jung, Xaver Jung, Frank Junge, Josip Huratoric, Thomas Jürg, Oliver Kaczmarek, Johannes Kaas, Bartholomäus Kalb, Hans-Werner Kammer, Steffen Kampeter, Christina Kampmann, Steffen Kanitz, Ralf Kapschak, Susanne Karawanski, Alois Karl, Anja Karliczek, Kerstin Kastner, Bernhard Kaster, Gabriele Kaczmarek, Volker Kauder, Dr. Stefan Kaufmann, Uwe Kekeritz, Ulrich Kelber, Marina Kermer, Katja Keul, Roderich Kiesewetter, Sven Christian Kindler, Dr. Georg Kippels, Katja Kipping, Kanzel Kitzel-Tepe, Arno Klare, Volkmar Klein, Maria Klein-Schmeink, Jürgen Klimke, Lars Klingbeil, Axel Knöring, Birgit Kömpel, Tom Königs, Jens Köppen, Carsten Körber, Dr. Bärbel Kofler, Daniela Kolbe, Markus Koop, Jan Korte, Hartmut Koschig, Silvia Kotting-Uhl, Cordula Kovac, Annette Kramme, Jutta Krellmann, Michael Kretschmer, Gunther Kriechbaum, Dr. Günther Krings, Oliver Krischer, Dr. Hans-Ulrich Krüger,
Rüdiger Kruse, Bettina Kuttler, Stefan Kühn, Christian Kühn, Dr. Roy Kühne, Helga Kühn-Mengel, Renate Künast, Katrin Kunert, Markus Kurt. Günter Lach, Andreas Lemmel, Uwe Lagowski, Christine Lambrecht, Dr. Karl Lamers, Dr. Norbert Lammert, Katharina Landgraf, Christian Lange, Ulrich Lange, Barbara Lanzinger, Silke Launert, Dr. Karl Lauterbach, Karin Ley, Monika Lazar, Paul Lehrrieder, Sabine Leidig, Dr. Katja Leikert, Steffi Lemke, Steffen Claudio Lemme. Philipp Lengsfeld, Ralf Lenkert, Dr. Andreas Lenz, Philipp Graf Lerchenfeld, Michael Leutert, Dr. Ursula von der Leyen, Antje Letius, Stefan Liebig, Ingbert Liebing, Matthias Lietz, Andrea Lindholz, Dr. Tobias Lindner, Dr. Carsten Linnemann, Patricia Lips, Burkhard Lischka, Gabriele Lösekrug-Möller, Dr. Gesine Lötsch, Wilfried Lorenz, Hiltrud Lotze, Dr. Jan-Marco Lutschak, Daniela Ludwig. Dr. Claudia Lücking-Michel, Kirsten Lühmann, Thomas Lutze. Karin Mark, Yvonne Magbas, Thomas Malberg, Nicole Meisch, Dr. Thomas de Maizière, Dr. Birgit Malecher-Nissen, Gisela Manderla, Karen Marx, Martin von Marschall, Hans-Georg von der Marwitz, Katja Mast, Andreas Mattfeld, Hilde Mattheis, Stefan Meyer, Rainer Meyer, Dr. Michael Meister, Peter Maywald, Dr. Angela Merkel, Jan Metzler. Maria Michalk, Dr. H.C. Hans Michelbach, Dr. Matthias Mittelberg, Dr. Matthias Mirsch, Irene Mihalczyk, Klaus Mindrup, Philipp Missfelder, Susanne Mittag, Cornelia Möhring, Carsten Möhring, Dietrich Mohnstadt, Marlene Mortler, Elisabeth Motschmann, Nima Movasat, Dr. Gerd Müller, Carsten Müller, Stefan Müller, Bettina Müller, Beate Müller-Gemmecke, Michael Müntefering, Dr. Rolf Mützenich. Dr. Philipp Murmann, Özcan Mutlu. Andrea Nahles, Alexander Neu, Dr. Andreas Nick, Dietmar Nitan, Uli Nissen, Michaela Noll, Thomas Nord, Dr. Konstantin von Notz, Omnit Noripur, Helmut Nowak, Dr. Georg Nüßlein. Wilfried Oellers, Mahmut Özdemir, Cem Özdemir, Aydan Özoğuz, Thomas Oppermann, Florian Osner, Friedrich Ostendorf, Dr. Tim Ostermann, Henning Otte. Dr. Martin Petzold, Ingrid Pahlmann, Silvia Pantel, Markus Paschke, Martin Patzelt, Petra Pau, Lisa Paus, Harald Petzold, Ulrich Petzold, Dr. Joachim Pfeiffer, Sibylle Pfeiffer, Janine Pfluggrat, Detlef Pilger, Richard Pitterle, Ronald Pofalla, Eckart Pohls, Sabine Puschmann, Joachim Puss, Joachim Post, Florian Post, Brigitte Potmer, Dr. Wilhelm Priesmeier, Florian Pronold, Dr. Sascha Rabe, Dr. Simone Raths,
Martin Rabanus, Thomas Rachel, Kerstin Radomski, Alexander Radwan, Alois Reiner, Dr. Peter Ramsauer, Mechthild Rabat, Stefan Rebmann, Eckart Rehberg, Katharina Reiche, Gerold Reichenbach, Dr. Carola Reimann, Martina Renner, Lothar Riebsamen, Josef Rief, Dr. Heinz Riesenhuber, Andreas Rimkus, Sönke Rix, Johannes Röhring, René Röspel, Tabea Rösner, Dr. Norbert Röttgen, Dennis Rode, Dr. Martin Rosemann, Dr. Ernst-Dieter Rossmann, Claudia Roth, Michael Roth, Erwin Rüddel, Corinna Rüffler, Susanne Rüttrich, Bernd Rützel, Albert Rupprecht. Johann Saathoff, Manuela Sarrazin, Annette Savade, Dr. Hans-Joachim Schadeboot, Axel Schäfer, Anita Schäfer, Dr. Wolfgang Schäuble, Elisabeth Scharfenberg, Ulle Schaufs, Dr. Annette Schawan, Dr. Nina Scheer, Dr. Andreas Scheuer, Dr. Gerhard Schick, Marianne Schieder, Udo Schiefner, Karl Schieverling, Jana Schimke, Norbert Schindler, Tankred Schipanski, Michael Schlecht, Dr. Dorothee Schlegel, Heiko Schmelzle, Dr. Friedjof Schmidt, Ulla Schmidt, Matthias Schmidt, Christian Schmidt, Gabriele Schmidt, Dagmar Schmidt, Carsten Schneider, Patrick Schnieder, Dr. Andreas Schockenhof, Nadine Schön, Dr. Ole Schröder, Dr. Christina Schröder, Ursula Schulte, Bernhard Schulte-Drückelte, Sven Schulz, Cordula Schulz-Asche, Dr. Klaus-Peter Schulze, Uwe Schummer, Ewald Schurer, Armin Schuster, Frank Schwabe, Stefan Schwarze, Andreas Schwarz, Rita Schwarzelur-Sutter, Christina Schwarzer, Detlef Seif, Johannes Selle, Reinhold Sendker, Dr. Patrick Sensburg, Bernd Siebert, Dr. Carsten Sieling, Thomas Silberhorn, Johannes Singhammer, Dr. Petra Sitte, Tino Sorge, Jens Spahn, Rainer Spiering, Norbert Spinnrad, Svenja Stadler, Martina Stamm-Fiebig, Cordula Stauche, Dr. Frank Steffel, Sonja Steffen, Dr. Wolfgang Steffinger, Albert Stegemann, Peter Stein, Erika Steinbach, Peer Steinbrück, Sebastian Steinecke, Johannes Steininger, Kersten Steinke, Dr. Frank-Walter Steinmeier, Christian Freiherr von Stetten, Dieter Stier, Rita Stockhofer, Gero Stohr-Johann, Stefan Stracke, Christoph Stresser, Max Straubinger, Matthäus Strebel, Karin Strenz, Thomas Striezel, Thomas Strobel, Hans-Christian Ströbele, Lena Strothmann, Michael Stübgen, Dr. Sabine Sütterlin-Waag, Kerstin Tack, Dr. Kirsten Tackmann, Azize Tank, Dr. Peter Tauber, Claudia Tausend, Frank Tempel, Dr. Harald Terpe, Michael Tews, Franz Tönnes, Wolfgang Tiefensee, Antje Tillmann, Astrid Timmermann-Fechter, Carsten Träger, Markus Tressel, Jürgen Trittin, Dr. Axel Trost, Dr. Hans-Peter Uhl,
Dr. Volker Ulrich, Alexander Ulrich, Arnold Fahrz, Rüdiger Veit, Oswin Veit, Julia Verlinden, Thomas Wiesehohn, Michael Fietz, Dirk Vöpel, Volkmar Vogel, Katrin Vogler, Ute Vogt, Sven Vollmering, Christel Vosbeck-Kaiser, Keste Vries, Dr. Johann Badepfuhl, Dr. Sarah Wagenknecht, Doris Wagner, Beate Walter-Rosenheimer, Marco Wanderwitz, Nina Warken, Halina Wawczyniak, Gabi Weber, Kai Wegner, Albert Weiler, Markus Weinberg, Harald Weinberg, Dr. Anja Weisgerber, Peter Weiß, Sabine Weiß, Ingo Wellenreuther, Karl-Georg Wellmann, Marian Wendt, Katrin Werner, Bernd Westphal, Kai Witticker, Peter Wichtel, Andrea Wicklein, Annette Wittmann-Mautz, Heinz Wiese, Dirk Wiese, Klaus-Peter Wilsch, Dr. Valerie Wilms, Elisabeth Winkelmeier-Becker, Oliver Wittke, Dagmar Wörl, Birgit Wüllert, Waltraud Wolf, Barbara Woltmann, Jörn Wunderlich, Gülistan Yüksel, Hubertus Zebel, Tobias Zech, Heinrich Zertig, Emmy Zöllner, Dagmar Ziegler, Stefan Zirke, Dr. Matthias Zimmer, Dr. Jens Zimmermann, Sabine Zimmermann, Pia Zimmermann, Manfred Zöllmer, Gudrun Zollner, Brigitte Zypries. Fertig. Das haben wir gut gemacht. Noch keine halbe Stunde. So, meine Damen und Herren, damit ist der Namensaufruf beendet. In wenigen Minuten werde ich nachfragen, ob alle ihre Stimmen abgegeben haben. Dies gilt auch als Frage an die Schriftführerinnen und Schriftführer. Darf ich fragen, ob alle Mitglieder des Hauses? Nein, sehr gut.
Darf ich noch mal fragen, ob irgendein Mitglied des Hauses noch nicht Gelegenheit hatte, seine Stimme abzugeben? Das gilt auch für die Schriftführerinnen und Schriftführer. Ich höre keinen Aufruf. Damit schließe ich die Wahl und bitte Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung. Ja, Herrgott, nochmal. Also ich habe es noch nicht ganz beschlossen, der Satz war nicht fertig. Habt ihr es jetzt? Wo ist der? Ah ja. Ich werde den Abgeordneten jetzt nicht beim Namen nennen. Gell, Peter? Das ist mein dritter Versuch. Hat noch irgendjemand seinen Stimmzettel nicht abgegeben? Wünscht noch irgendjemand, seinen Stimmzettel abzugeben? Das ist jetzt wirklich nicht mehr der Fall. Ich höre keinen Widerspruch, damit ist der Wahlgang geschlossen. Die Schriftführerinnen und Schriftführer bitte ich, die Auszählung zu beginnen. Zur Auszählung unterbreche ich die Sitzung auf etwa 30 Minuten. Danach hören Sie das Klingelzeichen, das Sie kennen, und dann geht's weiter. Ich unterbreche die Sitzung.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen. Das Ergebnis der Wahl liegt vor. Die unterbrochene Sitzung ist hiermit wieder eröffnet. Und sobald wir wieder im Plenum geordnet beisammen sind, komme ich zum nächsten. Herzlich willkommen. Alles Präsident. Mein Lieber. Ich kann Sie gar nicht in das Protokoll. Nee, das möchte ich jetzt kriegen. Sehr gut. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Protokoll über die Wahl des Präsidenten des 18. Deutschen Bundestags weist folgendes Ergebnis auf. Abgegebene Stimmen 625. Damit ist zugleich die Beschlussfähigkeit des 18. Deutschen Bundestags festgestellt. Ungültige Stimmen keine. Gültige Stimmen 625. Mit Ja haben gestimmt 591 Stimmen. Korrekterweise teile ich Ihnen mit Nein haben gestimmt 26, Enthaltungen hatten wir 8. Dr. Norbert Lammert hat damit die erforderliche Mehrheit erhalten und ist zum Präsidenten des 18. Deutschen Bundestags gewählt. Herr Dr. Lammert, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an? Herr Alterspräsident, lieber Kollege Riesenhuber, ich nehme die Wahl gerne an. Herr Präsident, ich gratuliere Ihnen herzlich zu diesem großartigen Ergebnis, auch ein Ausweis über Arbeit der vergangenen Periode. Und ich bitte Sie, nach einer kurzen Runde der Gratulationen das Präsidium über den 18. Deutschen Bundestag zu übernehmen. Ich habe das ja gesagt, die nächsten 100 Jahre, das geniale.